Die Asylbewerber aus dem Flüchtlingscamp am Oranienplatz dürfen bis Ende März in einer ehemaligen Schule in Kreuzberg bleiben. Das haben Bürgermeister Schulz und die Stadträte am Mittag beschlossen. Am Wochenende hatten etwa 100 Menschen die leerstehende Schule in der Reichenberger Straße besetzt. Mit dabei auch unterschiedliche Kreuzberger Initiativen, die auf dem Schulgelände ein soziales Zentrum aufbauen wollen.